Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot.eu. Heute stehen wir neben einem sehr namhaften Piloten. Das ist Sven Hamann, in der F3A-Szene sehr bekannt. Ne? Und er zeigt uns jetzt hier aus dem Hause Kyosho Hype die Neuheiten. Lieber Herr Hamann. Ja, moin moin Herr Eich. Wir starten mal mit unserer P51D, 800 mm Spannweite. Das Modell wird geliefert als Almost Ready to Fly Version. Wird komplett lackiert und fertig beklebt ausgeliefert. Das Modell ist mit 3 Servos ausgestattet. Der Regler und der Broschus-Motor sind ebenfalls eingebaut. Als Besonderheit verfügt das Modell über einen sogenannten 3X-Kreisel, der das Modell um alle 3 Achsen stabilisiert. Mhm. Schön. Und es gibt noch andere Modelle in dieser Spannweite? In der gleichen Bauart haben wir des Weiteren eine F4U Corsair und wir haben eine T28 Trojan, die von der US Air Force früher als Schulflugzeug eingesetzt worden ist. Interessant. Wie liegt denn der unverbindliche Verkaufspreis? Alle Modelle haben den gleichen Preis und kosten 139 Euro unverbindliche Verkaufspreisempfehlung. Wir wiederholen mit Motor, also voll flugfertig, außer... Die 139 Euro beinhalten zunächst das Kreiselsystem, ja, den 3X-Kreisel, die Servos, das lackierte Modell, den Motor und den Regler. Schön. Jetzt haben Sie noch ein paar Neuigkeiten und dann gehen wir jetzt weiter. So machen wir das. Ja, liebe Freunde, jetzt stehen wir hier bei den Ladegeräten und Herr Hamann sagt zu den Neuigkeiten. Wir haben 2 neue Ladegeräte im Sortiment. Zum einen haben wir den X80 Touch. Das ist ein Ladegerät mit Touchscreen-Bedienung. Der Touchscreen wird einfach nur mit dem Finger berührt und dort drüber werden dann alle Ladeparameter eingestellt, so wie man das für den entsprechenden Akku benötigt. Das Gerät wird ausgeliefert mit einem 4-in-1 Multiboard. Das heißt, es können alle Akkus im Prinzip mit den allen gängigen Balancer-Anschlüssen angeschlossen werden. Mhm. Dies ist im Lieferumfang des Gerätes enthalten. Bis zu wie viel S kann ich dort laden? Das Ladegerät kann bis 6S laden, ja, und macht Ladeströme bis 8 Ampere. Maximale Ladeleistung beträgt 80 Watt. Ordentliche Leistung. Jetzt haben wir hier ein weiteres. Zum anderen haben wir den X200 Quattro. Der X200 Quattro ist ebenfalls ein AC-DC-Ladegerät. Es kann also wahlweise mit 230 Volt oder mit 12 Volt betrieben werden. Das Gerät verfügt über 4 voneinander unabhängige Ladeausgänge, mhm, an denen ich gleichzeitig laden, entladen, balancen, was auch immer kann. Auch dieses Gerät wird mit einem entsprechenden 4-in-1-Board ausgeliefert, damit jeder Balancer-Anschluss sofort verwendet werden kann. Okay. Gut. Der Interceptor 2 ist der Nachfolger des im vergangenen Jahr releaseden normalen Interceptor. Das Modell verfügt über zahlreiche Detailverbesserungen. So wurde zum Beispiel der Motor nochmal um 1000 kV erhöht. Wir haben außerdem die Querruderanlenkung mit wirksamen Abdeckungen versehen, die da eine Beschädigung der Anlenkung beim Landen im Rasen verhindern. Außerdem verfügt das Modell über den 3X-Kreisel, womit das Modell über Höhenruder, Seitenruder und Querruder stabilisiert wird. Ebenfalls neu ist die Anlenkung des Seitenruders über ein weiteres separates Servo. Ja, liebe Freunde, so, jetzt stehen wir beim ganz großen Steckenpferd. Und das ist der? Relax 2. Erzählen Sie mal ein bisschen mehr darüber. Der Relax 2 ist ein Segler, der sich wahlweise an Einsteiger und auch an fortgeschrittene Piloten richtet. Durch die extrem gutmütigen Flugeigenschaften kann das Modell sehr, sehr langsam geflogen werden, womit der Pilot wirklich viel Zeit hat zu überlegen, was der nächste Steuerbefehl sein könnte. Gleichzeitig kann ich das Modell aber auch anstechen, schnell machen und damit sehr, sehr wild und sehr, sehr riskant fliegen. Hat das durchgehende Querruder, wie ich das sehe? Die Querruder sind durchgehend, wobei ich die Querruder einschneiden kann und dann die Querruder quasi teilen kann, um daraus Wölbklappen zu machen. Ah, okay. Das heißt, durch den Einsatz 2 weiterer Servos kann ich daraus einen sogenannten 4-Klappenflügel machen.
Das heißt mit anderen Worten, man kann auch den Anflug jetzt nicht mit Spoilerfunktion, sondern dann auch mit anderen Funktionen nochmal den Anflug nochmal neu anders steuern. Genau, man kann das Modell also noch langsamer machen und extreme Bremswirkung im Modell vergeben. Und auch eine Thermik, dann wahrscheinlich die Wölbung noch. Auf jeden Fall, das ist machbar. Mhm. Wie ist denn der Ausstattungsstandard? Das Modell wird in zwei Varianten geliefert. Zum einen haben wir das blau-rote Design und wir haben zum anderen das gelb-rote Design. Mhm. Beide Varianten sind lieferbar in einer sogenannten ARF-Version. Die ARF-Version umfasst die Servos, den Motor, den Regler. Die RTF-Version umfasst zusätzlich die Fernsteuerung, den Sender, das Ladegerät und den Antriebsakku. Preisliche Vorstellungen? Das Komplettset liegt bei 209 Euro und verbindliche Preisempfehlung, inklusive der 2,4 GHz Fernsteuerung. Die ARF-Version liegt bei 129 Euro. Das ist ja nicht schlecht. Kann man mal eine Klappe öffnen, wie sie drin aussieht? Na klar. Ja. Das Modell lässt sich also über die abnehmbare Kabinenhaube sehr gut zugreifen. Man sieht hier die beiden Servos für Höhen- und Seitenruder. An der Seite ist der Regler für den Motor positioniert. Auf der anderen Seite liegt der Empfänger. Das heißt, ich habe hier den gesamten Bereich frei, um den Akku einzusetzen. Jetzt kann ich selber variieren, je nachdem, was für Flugzeiten ich haben möchte, ob ich einen größeren oder einen kleineren Akku einsetzen möchte. Dadurch, dass ich so viel Platz habe, den Akku zu verschieben, kann ich je nach Akkugewicht den Schwerpunkt optimal eintarieren. Das heißt, ich nehme an, das ist ein 3S, den ich habe. Der Antrieb erfolgt durch einen 3S-Akku. Sie haben im Prinzip die Wahl zwischen 1300 mAh und 2500 mAh. Ja, damit kriegt man ganz schön lange Flugzeiten. Damit sind dann Flugzeiten, also mit 1300 mAh bekommt man Flugzeiten locker von mehr als einer halben Stunde hin. Ja, das ist ja schön. Ja, das waren die Highlights und ich denke, es waren ganz schöne viele Highlights hier aus dem Hause Kyosho Hype. Und Herr Hamann, danke schön, dass Sie haben uns da so ausführlich darüber berichten lassen. Sehr gerne. Ja. Und zum Schluss, wie immer, bei Modellpilot EU, Modellfliegen ist Spitze. Dankeschön.